Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von The Bus. Wir beginnen heute am, ihr seht's, Berliner Hauptbahnhof. Und wir können uns mal einen kurzen Blick da reinwerfen, wenn wir denn dürfen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ob wir da wirklich rein können? Sieht aber beinahe nicht so aus. Nee, Schnee, schade. Schade. Das wäre jetzt vielleicht doch zu viel des Guten. Aber vielleicht können wir ja ein bisschen Zugluft bzw. Züge sehen. Werde die Treppe hochgehen. Vielleicht sieht man da was. Ich höre was, ich sehe aber nichts. Ich sehe aber nichts. Da fährt eine U-Bahn, da hinten seht ihr es. Beziehungsweise eine S-Bahn. Schauen wir mal, wenn wir da die Treppe hochgehen, wie weit wir da kommen, ob wir da vielleicht was sehen können. Nee, leider ist dem nicht so. Aber das macht nichts. Das ist der andere Eingang des Berliner Hauptbahnhofs. Wir sind jetzt praktisch einmal rumgelaufen. Das ist der andere Eingang. Da hier vorne seht ihr noch, wenn ich ein bisschen weiter zurückgehe, die S-Bahn stehen. Das kann man leider nicht lesen. Ihr könnt das ja mal vergleichen, für die, die in Berlin wohnen, die sich da auskennen, ob das wirklich so aussieht, ob das 1:1 nachgemacht ist. Ich war jetzt schon 10-mal in Berlin und ich muss sagen, für mich sieht es wirklich so aus. So, ich würde sagen, aber wir holen uns hier noch schnell eine Wurst. Und dann werden wir mal zu unserem Bus gehen, dann haben wir mal noch einen Auftrag zu erledigen. Die hat natürlich dicht. Ach, wisst ihr, Leute, wenn man es eilig hat. Naja. Dann ist dem halt so. Ja. Wir laufen hier mal rüber. Es ist natürlich der 2. Dezember 2022, 14.08 Uhr. Ich muss jetzt erstmal meinen Bus wiederfinden. Hier ist sie. Guten Tag, die Herren. Ja, ich habe leider meinen Bus aus den Augen verloren. Da werden wir jetzt erstmal wieder hinlaufen. Da steht er. So. Das ist der Berliner Hauptbahnhof. Wunderschön. Machen wir doch gleich mal ein Foto von. So. Ist natürlich ein bisschen spät dran, aber das ist dann halt so. Da wird noch fleißig gebaut. Das muss auch sein, so wie es halt ist in Berlin. So, wir steigen ein, ist arschkalt. Setzen uns hin. Einsteigen will anscheinend keiner mehr, oder? Gut, dann machen wir das so. Motor an. Gehen auf Start. Müssen wir uns hier natürlich noch anmelden. Bin ist der 3, 5, 8, 9. Okay, Mission wurde mit Linie 130 gestartet. Auch das ist okay. Und Kurs 1. So, dann will hier noch jemand einsteigen? Nein, gut. Oder doch? Jetzt muss ich hier erstmal wieder. Aber doch noch welche. Nun denn.
So, das war's dann anscheinend. Gut, dann machen wir die Flatter. Doch noch nicht. Da kommen wir doch noch einige. So, das war's dann aber anscheinend wohl. Wie ich das im Rückspiegel sehe. Gut. Dann auf geht's. Wieder rot. Natürlich. Ist ja klar. Machen wir das mal so. Auch sehen wir, die grün wird. Das ist jetzt der Fall. Dann geht's los. Nächste Station. Invalidenpark. So, grün. Jetzt habe ich es irgendwie aus den Augen verloren. Bin ich falsch abgebogen? Wahrscheinlich. Mist. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Bin ich doch falsch abgebogen. Habe ich. Ging doch links rum. Rechts rum. Bin ich mir doch fast sicher. Naja, kann dem besten Busfahrer passieren, ne? Dass man mal falsch abbiegt. So, jetzt sind wir aber auf dem richtigen Weg. So, 14:09 sollen wir da ankommen. Da sind wir natürlich ein bisschen spät dran. Aufgrund meiner kleinen Sightseeing-Tour am Berliner Hauptbahnhof. Aber so viel Zeit muss sein, finde ich. So. Wie ihr seht, die Straßen sind schon leicht angezuckert. Wird jetzt nur noch das, gleich Schnee fällt. Also ich habe Berliner Wetter genommen, also synchronisiert mit Berlin. Also so wird es wahrscheinlich wirklich aussehen in Berlin an diesem Tag, an dem heutigen Tag, 2. Dezember 2022, 14.13 Uhr. Gegeben wir jetzt ein paar Minuten später, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so tragisch. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schön, dass man das so zeitlich und datumsmäßig wirklich ganz, ganz real und ganz, ganz nah dran machen kann. An der realen Zeit, also muss ich echt sagen, gefällt mir. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen rüber. Dann haben wir hier die nächste Haltestelle in Invalidenpark. Ups. So, da wären wir. So, er möchte ein Einzelfahrschein Berlin ABC. Und gibt dafür 3,80 Euro. So, 4 Euro, dann bekommt er 20 zurück. Erledigt. Ja, was ist denn jetzt? Zurück 20, hat er doch gekriegt. So, sorry. Ticket muss natürlich kriegen. So, du musst dich mit Karte Einzelfahrschein Berlin AB. Berlin AB Einzelfahrschein. So. Haben wir das auch erledigt? Fertig. Sehr schön. Geht's weiter. Nächste Station. Robert-Koch-Platz. Fahren dann hier rechts rein. Ganz schön glatt, ey, oder meine ich das nur? Upsala. Bisschen zu weit ausgeholt. Gott sei Dank nur ein Spiel. So, da vorne ist schon die Haltestelle. Sehr schön. So. Tag, die Herren. Tag. So, kommen noch welche?
Sieht nicht so aus, oder? Sieht nicht so aus. Dann fahren wir weiter. Mein Gott, ist das eng hier. Ist uns die Staatsmacht entgegen? Charité Campus Mitte. Ach ja, Berlin, wie es leibt und lebt. Sonst noch welche? Nein, Abfahrt. Nächste Station. Schumannstraße. Wie da vorne schon ist. Oh, ich bin ein bisschen zu schnell. Oh, Lidl. Schumannstraße. Das ist also lizenziert. Auch nicht schlecht. So, einsteigen bitte. Wir warten mal noch einen kleinen Moment, aber es scheint sich nichts mehr zu tun. Dann fahren wir weiter. Nächste Station. Marschallbrücke. Meine Güte. Das war knapp, ey. Verdammte Scheiße. Du bleibst stehen mit deinem dämlichen Benz. Sonst habe ich dir hast du keine Schnauze mehr. So. Auch hier möchte keiner mehr einsteigen. Gut, dann geht's weiter. Wo hänge ich denn da fest? Alles kaputt. So, nächste Station Brandenburger Tor. Genau, genau. So muss das. Typisch Taxifahrer. Typisch Taxifahrer. So, ich verzeuge, aber die haben das schon alleine geregelt. Keine Verletzten, also brauche ich nicht da bleiben. Die haben das ohne Polizei geregelt. Die Herrschaften. So, da wäre das Brandenburger Tor. Seht ihr schon den Fernsehturm? Sie möchte einmal den Berlin AB Einzelfahrschein.
So, haben wir das auch erledigt, können wir weiterfahren. Unter den Linden, Friedrichstraße. Genau, vorne. Rot. Klimaanlage im Winter einschalten. Genau. Das hat auch. Das muss man erleben. Das hat Sinn. So, Ampel. Wir haben es eilig. So, sie möchte Einzelfahrschein Berlin ABC. So, 1,20 Euro kriegt die gute Dame wieder. So, das war das. Möchte keiner mehr, gut. Fahren wir weiter. Nächste Station, Spandauer Straße. So, was ist da jetzt Sache? Spandauer Straße, Marienkirche. Gar nicht. Ich liebe die Busspuren. Ich liebe sie einfach. So, sind wir dann auch gleich an der Spandauer Straße? Das ist übrigens die Linie 130. Memhardstraße. So,
Natürlich, der Letzte möchte ein Einzelfahrschein Berlin ABC für 3,80 €. Ist das der jetzt? Der möchte bar bezahlen oder wie? Karte, okay. Gut, dann sind wir auch durch. Alexanderplatz ist dann der nächste Halt, Memmertstraße. In 412 Meter. Da wären wir. Und das noch irgendjemand? Nein. Scheint nicht so. Rüber. Dann ich gleich links abbiegen zu unserer Endstation Memmertstraße. Wo kommt der denn her? LOS. Könnt ihr mir das sagen? Ich weiß das leider nicht. Wenn ihr Ahnung von Kennzeichen habt, sagt mir das gerne. LOS. Jetzt müssen wir irgendwie links rüberkommen hier. So, das hätten wir geschafft, ohne irgendwas anzufahren. Das ist schon mal sehr gut. Berlin ist ja wunderschön, gibt es nichts. Ich war schon 10-mal da. Das wäre ich nicht gewesen, wenn ich es nicht schön finde. Aber in Berlin Auto fahren, muss ich das unbedingt haben? Nein, ich würde, wenn ich in Berlin wohnen würde, mein Auto nur haben für, wenn ich außerhalb von Berlin irgendwo hinfahre. Wobei es da natürlich auch die Bahn gibt. Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich in Berlin wohnen würde, würde ich wahrscheinlich kein Auto haben. Weil in Berlin kommt man überall hin mit dem Öffentlichen. Und wenn man irgendwo mal hinreisen will, außerhalb von Berlin gibt es Züge. Also ich würde in Berlin kein Auto fahren wollen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Verkehr ist grausam. Aber das ist nur meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Also ich würde in Berlin nur mit den Öffentlichen fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Jahreskarte holen und zack. Man kommt überall hin, wo man hin will. So, da wären wir. Das hätten wir dann, glaube ich, soweit geschafft hier. Next Route 130.02. Die würde dann gehen von Memmertstraße zur Richtung
S-U-Hauptbahnhof. Das wird natürlich jetzt wieder zurückgehen. Das machen wir in der. Entschuldigung, Leute, ich bin. An mir bleibt es geht's nicht vorbei. Das seht ihr dann in einem anderen Video. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Freut euch auf Weihnachten. Lang ist nicht mehr. Kauft eure Geschenke, die ihr kaufen wollt. Denkt an eure Lieben. Denkt vielleicht auch an die Leute, denen es nicht so gut geht. Da gibt es leider zu viele auf der Welt. Was ich noch sagen will, denkt an die Kanalmitgliedschaft. Werft gerne mal einen Blick rein. Es würde sich lohnen für euch. Ihr habt Vorteile. Mir wird es helfen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Die Glocke zu aktivieren für alle die, die neu auf meinem Kanal sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Bis dahin, macht's gut und tschüss.